Der heutige Regional- und Fernverkehr in Wien hat seinen Ursprung in der Donaumonarchie Österreich-Ungarn. Ab 1837 entstehen die ersten Bahnen von und nach Wien. Rund 80 Jahre später verfügt die Donaumetropole dann über ein dichtes Netz in alle Himmelsrichtungen. Bereits seit 1898 ist die Stadtbahn in Betrieb. Heute ein Teil der U6. Untrennbar mit der Donaustadt verbunden ist die BIM. Mit einer Gleislänge von weit über 400 Kilometern gehört das Netz weltweit zu den größten. Neue und alte Fahrzeuge teilen sich den Betrieb. Die Vienna Ringtram ist eine Touristenattraktion. Seit 1978 gibt es auch eine U-Bahn, heute mit über 80 Kilometern Streckenlänge. Der Stephansdom im Herzen der Stadt. Ein Wahrzeichen. Das Umfeld ist heute Fußgängerzone mit dem typischen Kaffeehaus-Flair. Touristen aus aller Welt bestaunen hier das alte Wien. Doch es gibt noch mehr, viel mehr. Am Ring empfängt die Staatsoper ihre Gäste. Der Ring wird heute nur noch von der Ringtram umrundet. Andere Straßenbahnlinien befahren nur noch Teile der alten Strecke. Zu den letzten Ringlinien gehören die 1 und 2. Seit 2008 haben beide eine neue Streckenführung. Ein weiteres Wahrzeichen am Ring, das Parlamentsgebäude. Die Fahrt in der alten roten-weißen BIM erinnert an die Straßenbahn von gestern. Noch im Einsatz ist der Typ E2 aus den Baujahren 1978 bis 1990. Teil des UNESCO-Kulturerbes ist das Schloss Schönbrunn. Bis Ende 1918 Mittelpunkt des Habsburger Reiches Österreich-Ungarn. Heute ein gern besuchtes Museum und natürlich ein Wahrzeichen Wiens.